Tag, aber ich glaube, mein Leben ist scheiße, sondern wo ich versuche, die Weltöffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten, wo ich versuche, den Menschen die Bilder zu zeigen, was los ist auf der Welt, was los ist im Iran gerade, und wo ich versuche, diese Botschaft so weit zu tragen wie möglich, damit alle unterdrückten Menschen dieser Welt sehen, dass es möglich ist. Und ich weiß, es gab Tausende vor mir, die schon, oder vor uns, die auch dieses Vorhaben hatten. Ich bin mir sicher, eine neue Zeit ist angebrochen, gerade durch die neuen Medien. Und wir sind unkontrollierbar. Und wenn wir über das Internet sprechen und über die Medien, dann muss man halt sagen, dass die Nieder, für die ihr gestern hier in München auch demonstriert habt, unter anderem, weltweit. Also da muss man aufpassen, weil es sind wirklich viele Opfer gewesen. Ich weiß, aber die Nieder ist das Symbol zum Die Nieder geworden. Ja, genau. Und ich sage es jetzt aus meiner Sicht, wir leben in einer Welt der Bilder. Alles, was geschrieben ist, dazu muss man lesen können, da muss man und so weiter. Aber ein Bild sagt sehr, sehr viel mehr oft als geschriebene Worte. Und wie ich dieses Video gesehen habe von der Neda, wie sie auf der Straße verblutet, da stehen zwei Dinge gegenüber. Da stehen alte Männer mit Bart, die irgendeine Ideologie, irgendeine Religion im Kopf haben, gegenüber einer jungen Frau, die ihr Leben, gerade die Frau, eine sehr schöne Frau, also ich sage es bewusst, eine begehrenswerte Frau, eine Frau, die ihr Kinder hätte bekommen können, die geliebt wurde und geliebt hätte, die die Welt mit viel Glück in ihrem Umkreis hätte segnen können. Und diese beiden, die alten Männer und die junge Frau, soll man sich immer wieder vergegenwärtigen. Man sollte vielleicht mehr auf junge Leute hören in diesen Zeiten. Ich kann nur sagen, ich bin stolz, dass wir den Kontakt gefunden haben und dass du dich mit deinen solidarischen Kollegen und Kolleginnen für eine Sache einsetzt, die sich absolut lohnt. Und ich wünsche euch, wenn irgendwas ist, wir helfen mit allem, was wir tun können, und ich wünsche mir bloß, dass du das nie mehr vergisst in deinem Leben, dass es, also du hast es ja gerade selber gesagt, aber auch allen anderen jungen Leuten, es gibt Wichtigeres, als darüber nachzudenken, wie sitzt die Mütze, wie sitzt die Sonnenbrille, wie sitzt die Fliege und wo fahre ich nächstes Mal in Urlaub hin. Wenn man in einer Situation ist, in die du und ich wahrscheinlich niemanden auf der Welt wünschen, entweder in einem Land zu sein, wo die Bevölkerung brutal unterdrückt wird und keiner hat eine Möglichkeit, oder im Ausland zu sitzen und keine Möglichkeit zu haben, Briefe zu schreiben. Du hast es richtig gesagt, wir leben in einer neuen Welt, in der das Internet uns allen die Möglichkeit gibt, uns zu unterhalten und solidarisch zu erklären. Das können Sie nicht wegreden. Sie Richtig. Können Ihre Statements rausgeben. Gibt es eigentlich von den Ayatollahs so auch ähnliche Sachen, was weiß ich, im Facebook oder? Ja, natürlich. Die Ayatollahs haben jetzt bereits schon angefangen, Fotos von iranischen Demonstranten im Iran und auch extern, wahrscheinlich wird Bild demnächst kommen, im Iran zu veröffentlichen mit dem Aufruf, sie zu verpetzen. Und mit Lösegeld, sage ich, mit Belohnung. Ja. Die Ayatollahs haben sehr, sehr intelligente und organisierte ITler, alles. Die haben genau das Gleiche wie wir, aber sie sind nicht so mächtig, weil sie haben nur sich, die Iraner, ihre iranischen Ärsche, die ihnen helfen, und wir haben die ganze Welt, die uns hilft. Es sind Unternehmen wie Facebook, Google, es sind Unternehmen wie MySpace, es sind sau viele Unternehmen, riesige Twitter, ein unfassbar wichtiges Medium. Also wenn Twitter an die Börse geht, dann kaufe ich mir Aktien. Diese Plattform ist durch diesen Iran-Konflikt so unfassbar berühmt geworden, den wir danken müssen. Das sind alles Unternehmen, die wir danken müssen. Und das Government, die haben wirklich viele Möglichkeiten, aber wir werden sie vernichten, weil die haben keine Chance gegen uns. Und auch wenn sie denken, dass sie besser sind, sie sind es nicht, weil wir haben die Besten der Besten auf unserer Seite. Und ich möchte noch ein Wort dazu sagen. Es gibt viele Iraner im Iran, die durch diese Zensur nicht wissen, was passiert. Viele Iraner im Iran werden durch staatliche Fernsehen Gehirn gewaschen. Ihr müsst
diesen Menschen verzeihen, sie wissen es nicht besser. Sie werden regelrecht Gehirn gewaschen. Sie denken, Nedda ist fake, es ist nie passiert. Sie denken, sie wissen nicht mal, wenn Demonstrationen, wenn Tausende, Zehntausende Menschen auf die Straße gehen, denken sie, das ist falsch, das ist nie passiert. Ahmadinejad kauft Leute aus dem Ausland ein, die er über Afghanistan kommen lässt, die er über überall herkommen lässt, bezahlt ihnen Geld, damit sie auf seiner Demonstration, auf seiner Kundgebung da sind. Dieses Regime investiert Milliarden, Milliarden von Dollar um BBC Persia, um VOA Persia, um Fernsehsender, die nicht mal im Iran sind, die in England sind, die in Amerika stationiert sind, das Signal zu unterbrechen. Europäer können seit 3 Tagen kein BBC Persia mehr empfangen, weil Ahmadinejad Milliarden von Dollar investiert, Störsignale zu senden. Das muss man sich erstmal vorstellen, wie viel Geld dafür investiert wird, eine Lüge aufrechtzuerhalten. Und wie wenig Geld dafür investiert wird, die Liebe zu verbreiten, Freiheit zu verbreiten oder Essen zu verbreiten oder die Wirtschaft zu stärken. Was würdest du unseren deutschen Politikern